Hallo und willkommen hier auf unserem Kanal. Es geht weiter mit Diablo 3. Wir werden Virnetail treffen. Das wird ganz lustig. Wir müssen gegen Zoltun Kul kämpfen. Er hat uns letztendlich doch betrogen. Und er hat ewige Wächter im Schlepptau. Das ist spaßig. Viel Spaß dabei. Hallo, zurück zu Diablo 3. Wir haben hier ein bisschen experimentiert mit Farbe. Man kann hier bei Myriam Farbe kaufen, seine Klamotten einfärben lassen. Ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert, ist jetzt nicht so der Bringer geworden. Aber okay, damit muss ich jetzt leben. Umfärben wollte ich jetzt auch nicht mehr. Ja, die fremden Tiefen, hier geht es weiter. Wir müssen in Terminus weitermachen hier. Oh ja, da kommen schon die ersten Gegner. Ich ergebe mich nicht. Sehe schon, wir haben da hinten. Das ist doch. Töte. Töte den Gefahr, wieder getötet. Der Skip verzaubert, wissen das. Mal hinterher laufen. Ah, Seelenschinder, okay. Da ist eine ganze Menge an Begleitpersonal dabei, ist nicht mehr dran. Nehmen wir es noch mal. Okay. Das wäre erledigt. Ein Topaz mehr bekommen. Sieht hier einen Helm, Beinschinder kann man kriegen lassen. So, okay. Dann geht's hier lang. Da war ein bisschen Gold drin, okay. Damit können wir leben. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, komm, das nehmen wir auch mit. Das kann man ja verkaufen. Jetzt muss ich wirklich mal schauen, wo es hingeht. Ja, Tagebuch eines Jägers. Okay. Hatten wir anscheinend schon. Ich laufe mal hier hoch und guck, wo es da weitergeht. Wir müssen ja, oh, da ist ein Geister. Frost lesen. Euer Tod naht. Ich benötige Essenz. Klar. Dann Ruhm der Nephalem. Da kommt noch mehr. Mir fehlt Essenz. Staubkobold, okay. Sind ja quasi auch immer dieselben. Schienenkürass hört sich gut an, aber in Wahrheit ist halt nichts, dann verkauft man einfach Urnen. Wenn der jetzt Ruhe oder noch gar nicht gucken. Mir fehlt Essenz. Du machst mal diese ganzen Wiedergänger kämpfen. Das Kettchen auch in den gelbes Amulett. Nicht genug Essenz. Nicht schlecht. Könnte vielleicht was für unseren Söldner sein, den wir dabei haben. Beziehungsweise auch Stufe 30. Herausforderung Dämonentöter Siegel. Diamant. Die ganzen. Da war noch eine Urne, nehme ich mal noch mit. Ich kann mal schauen, welche Fertigkeiten so nützlich sind. Hau mal die Skelettkrieger hier auch noch weg. Ein Ruhm der Nephalim. Nicht genug Essenz. Und da geht's weiter. Da gibt's so eine kleine Kugel, da muss ich nochmal weiterlaufen. Ich finde es hier so geil, so cool, dieser Tentakel hier. Verstand einsetzen, um ihn zu besiegen. Der Verstand ist. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir einen Wachturm. Und einen Amethyst, den nehmen wir auch mit. Da geht die Treppe runter. Nicht genug Ständer. Ja, so. Mit nichts Gescheites für uns. Ein Claymore.
auch nichts für uns. Schon gar nicht in Weiß. Schattenbänder. Da sind aber eine Steine liegen. Ah, cool, das ist eine. Da haben wir mal eine Tunika in Gelb. Das ist nicht. Ich benötige Essenz. Vielleicht ist das was ganz Brauchbares. Umfängt euch. So, diese kleinen. Ausgetrockneter Kobold, ja, nicht schlecht. Das ist genau das, was wir so gut haben. Ausgetrockneter Kobold. Ah ja, hier haben wir den nächsten. Postmaster Hex. Der Zermalmer. Das ist so cool, diese Sache, weil das hätte ich mal getan. Macht auch Schaden. Dann zieht es da oben ein paar Arme. Und weg, Amulett, zum Gold. Verfault und verrottet. Das habe ich gar nicht gelesen, welche Herausforderung gestanden habe. Aber okay, das ist. So ein magischer Gegenstand. Ja, in einem Schulterschutz, wie es aussieht. Da geht es weiter mit den nächsten, die uns hier im Weg stehen. Sehr cool. Endstation. Mir fehlt Essenz. Ja, auch hier kann man natürlich Vergleiche ziehen zu D2. Da gab es ja im zweiten Akt, Ende des zweiten Aktes ja auch diese. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Man braucht solche Wege, die dann zu irgendeinem Zauberer führten. Engel sind nichts nicht anderes besser als Dämonen. Ja, da gibt schon viele, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten. Ja. Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Ich gehe einfach mal. Ah ja, da geht's weiter. Was auch immer er noch sein mag. Er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an der Schatten, okay, ist nichts gerecht. Genau, wie man den nächsten Teil finden. Das nächste, was war das Gefäß? Ach, sein Körper, ja, genau. Aber vorher war das Gefäß ja gar nicht mal so verkehrt. Ich benötige Essenz. So, schön ist auf jeden Fall, so praktisch hier von der Aufmachung her. Die ganzen Dungeons sind nicht schlecht. Auch dieses ganze verschwommene Schattenkirscher. Okay. Dann ist da noch was. Okay. Blau. Ich benötige Essenz. Das ist 55, 56. Wegstoßung hat er gehabt. Ein würdiger Gegner. Gespenst. Hier unten die Zahl der Getöteten steigt immer mehr. Wahnsinn. Ah ja. Der Horror. Rückstoß, der war es gewesen, wo es auch zugestoßen hat. Das können Sie uns unterlegen. Rückstoß. Nicht schön. Virenetail. Was hat er? Ja, nichts Genaues. Ich glaube, wir haben mal Zeit für ein goldenes Item, oder? Wäre auch mal wieder schön. Was haben wir hier? Diese grimmigen Gespenster, wenn ich mich nicht irre. Schatztruhe. Okay. Da geht's wohl. Mal in die Richtung. Darf man hier unten, ja? Das sieht doch nicht schlecht aus. Da geht's runter. Okay. Da müssen wir hier die rum. Welt ist eurer überdrüssig. Nicht genug Essenz. Und unsere Hilfe.
Rückstoß unschnell. Also das können wir gar nicht haben, das Ding unschnell. Welche gefährliche Kombination bei den Monstern. Und dann noch magisch. Wir haben dann im nächsten. Bewahrer des Foyant. Okay, ich glaube, wir sind ja so lange mal unserem Ziel. Eis verzaubert. Jetzt haben wir das schon erledigt. So, das hier brauchen wir nicht. Ja, da unten. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. So, und da alles. Ich laufe mal da oben lang. Da oben, dann nicht verlieren wir die alles sammeln. Mal, was hier vielleicht möglich ist. Nacht umfängt euch. Sand für hier Maus. Okay. Ich benötige Essenz. Ja, und den Stein. Da haben wir ein Gespenster. Dafür einmal nach. Das ist der nächste Bärmaß. Das sieht gut aus. Auch ganz schön groß, muss ich nur sagen. Dummige Gespenster Vortex verzaubert. Na. Okay, haben wir gleich. Typische Mandelung, was wir mal gut an Verbrechen haben, nicht so. Dann wacht vom Leben, ist eine Schatztruhe. Das ist ganz cool. Immer schön an dem Totenbeschwörer, wenn ich hier zu der Truhe laufe, können meine Skelette den Behemoth hier vernichten. Ich kann kaum atmen. So, war auch nicht richtig, also gehen wir mal nach links. Ist schon ganz schön groß alles. Nehmen wir vergessen, geschmolzener Wächter. Haben wir sogar zweimal gleich sechs Schmolzener. Ja, der Frostwächter, halt mich auf den Herz. Jetzt hat er mich schon eingefroren. Wir haben ihr vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Kull verspottet Körper von Zolton Kull, okay. Ich versuche ihn zu ignorieren, schnelle Hufe, aber sein Gespenst ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Nicht zu wiederholen. Okay, dann wollen wir mal zurückgehen. Ich habe den Körper. Dann werde ich mein Ritual beginnen. Das wird wohl leer sein, mit dem aber wir reden müssen. Euch, genau. Cool. Ah, das sprengen wir leer. Nicht, uns in den Rücken zu fallen. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Das Ritual beginnt. Konzentriert euch, Lea. Gleich, nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Und was ist mit dem Seelenstein? Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell, in mein Sanktum.
Okay. So viel dazu. Na gut, dann wollen wir mal die Seelenkammer betreten, ne? So, die Archive des Zotung Pool. Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Nein. Gebt mir den Stein oder tragt die Konsequenzen. So, da war Angriff, ne? Gegen den Wächter. Und gegen den Zotung Pool, der uns ja jedoch reingelegt hat, mehr oder weniger. Nicht genug Essenz. Ja, auch schade. Wäre schon ein bisschen. Ja. So, leider. Jetzt soll ich nicht den. Den Wecker platt machen. Gar genug. Nur in der Ausland rein. Karte. Und jetzt nur den Zotung Pool. Ich hab hier einfach einen Abfall. Ich hab hier 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 einen Abfall. Seine Wunderattacken können fertig sein. Und da man schon. Mörder, Folterer, Monster, okay. Schusszauber. Belohnung an den Siegel. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Tagebuch, das hören wir uns an. Verdammt sollen sie sein. Ich bin noch nicht so weit. Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ich muss ihn fertigstellen. So, wo müssen wir hierher, ne? Es ist also wahr. Die erschlagenen Fürsten der Hölle befinden sich in diesem Stein. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Zoltun Kults gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Okay. Damit können wir dann auch, ich kehre in die Stadt zurück. Ja, ins Lager. Gut, gehen wir erstmal ins Lager. Wir müssen eben unsere Ausrüstung checken. Genau, und dann reden wir mit Adrian und dann schauen wir, wie es weitergeht. Akt 2 ist, denke ich, fast schon gelaufen. Wir müssen ja nur noch, Asmodan oder Belial, ich weiß jetzt gar nicht, wenn der Stadt Asmodan. Müssen wir noch besiegen? Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir dann Weisheit erlangen. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.